zusammen am Nachmittag. Ich darf euch hier ankündigen, Nadia Myria-Leonski. Sie ist Psychologin, systemischer Coach und hat sich vor allem mit Traumapsychotherapie beschäftigt und wird euch einen schönen, ganz persönlichen Vortrag halten, ein Erlebnis erzählen. Kleiner Applaus. Okay. Ja, hallo. Ja, meinen Vortrag habe ich genannt Reisedestination Liebe. Und es gibt auch einen bestimmten Grund für diesen Namen. Weil wir annehmen, dass eine gesunde Psyche eine ist, die in Liebe ist, dann ist es tatsächlich das Thema, wenn wir uns mit Psycholyse, mit diesen Substanzen beschäftigen, dass das könnte quasi ein Anliegen, ein Ziel sein. Und so war es in meinem Fall und ich habe auch eine Weile überlegt, wie will ich diesen Vortrag gestalten, will ich eher einen wissenschaftlichen Ansatz wählen als Psychologen, Coach, und eine angehende Traumapsychotherapeutin oder will ich etwas anderes wählen? Und es ging mir in der Vergangenheit so, gerade bei wissenschaftlichen Ansätzen, da bin ich schon leicht in diese Haltung hineingerutscht. Ich weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß es, liebe Leute, kommt zu mir. Und ich erzähle und ich belege das mit allen möglichen Informationen und ich habe in diesem Prozess der Vorbereitung auf diese Konferenz gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich mit euch teilen möchte. Ich möchte vielmehr von meinem sehr persönlichen Prozess berichten, etwas, was mich bewegt hat, was mich total durcheinander gebracht hat. Und wenn ich sage, okay, das Ziel könnte sein, dass ich eines Tages oder dass ihr eines Tages in der Liebe ankommt, dann war es in meinem Fall ganz bestimmt so, dass der Ausgangspunkt im Gegenteil dessen war, und das habe ich meine persönliche Höhle genannt. Und diese Höhle war sehr eng, hat sich auch sehr dunkel und schwer angefühlt. Ja, ich habe mir vorgenommen, ich dachte, einen Teil lese ich, das ist eine richtige Erzählung geworden und einen Teil erzähle ich einfach ganz frei und dann sehen wir, was passiert und wie es sich gestaltet. Naja, jedenfalls, ihr hört auch in meinem Akzent, ich bin nicht in Deutschland geboren, ich komme aus der Sowjetunion. Und ich bin dort mit einem riesigen Tabu aufgewachsen, wenn es um Substanzen ging. Jedenfalls hat mein Unbewusstes Substanzen mit etwas Dunklen und Bösen verbunden. Das war ein absolutes No-Go. Und dann war ich irgendwann hier, unweit von München. Ich bin aus München angereist gestern und eines Tages begegnete mir ein Mann und er verführte mich. Ja, das ist ja häufig so mit Männern oder umgekehrt bei Männern mit Frauen, ja. Jedenfalls, der hat mir von dieser Arbeiterzeit, der schon zu diesem Zeitpunkt sehr gut kannte, und ich war nur in dieser Panik, oh Gott, oh nein, auf gar keinen Fall. Das Böse und das Dunkle und das Teuflische bricht auf mich herein und oh Gott, ja. Also meine Mutter hat schon immer gesagt, hüte dich vor Männern und jetzt kommt einer. Ja, genau und nichtsdestotrotz habe ich mich wochenlang intensiv mit dem Thema, auch mit den Büchern zu diesem Thema beschäftigt. Ich habe wirklich ein Buch nach dem anderen von Samuel Wiedemann, Stanislav Grof und was es sonst noch zu finden war, gelesen. Und dann hatte ich tatsächlich die Entscheidung getroffen, diesem Mann zu vertrauen. Und ich willigte ein, dass ich mit ihm gemeinsam zu einem psychologischen Seminar gehe.
Ja, und dieser Mann, mein heutiger Partner, der hat mir damals auch versprochen, wenn du in dieses Seminar kommst, dann gibt es eine Begegnung mit der Stille und wir werden uns begegnen, so ganz ohne Masken. Ja, der hat versprochen, dass die Masken fallen würden und dass wir uns sehen würden. Ja, wie wir wirklich sind. Da könnte man ja auch Angst bekommen. Ja. Naja, und ich kann mich auch immer noch sehr gut an diese allererste Begegnung mit psycholytischen Substanzen erinnern in diesem Seminar. Das war ein Seminar, wo wir an 2 Tagen meditiert haben. Am ersten Tag gab es MDMA und am zweiten Tag LSD. Es gibt ja durchaus viele Seminarleiter und Therapeuten, die das an einem Tag machen. Und ich weiß, am ersten Tag, als ich MDMA genommen habe, da kam eine so überwältigende, mit keinen Worten zu beschreibende Glückseligkeit. Es war so göttlich. Das ist so ähnlich, wie einige heute und gestern erzählt haben. So, das ist die klassische erste Erfahrung. Das ist sozusagen der Türöffner, eine Einladung, da weiterzuschauen, weiter zu gehen. Und genau, die Masken sind gefallen und ich sah diesen Mann an, so ganz ohne Masken, und ich sah unsere Seelen in einem Liebestanz tanzen. Es war so eine starke Liebesenergie, dass ein Teil der Gruppe sich um uns versammelte und setzte sich an unsere Füße und Köpfe und saugte sich mit dieser Liebesenergie voll. Ja. Und ich war in dieser Glückseligkeit, die so stark war, dass der Seminarleiter zu meinem Partner kam und sagte: Sei bloß nicht neidisch. Ja? Bleib schön bei dir. Naja, und am zweiten Tag, zweite Erfahrung, das war schon ganz anders. Ja? Ja, ich habe die LSD genommen, noch ja, jetzt guter Hoffnung dachte, es geht genauso schön weiter wie beim ersten Mal. Und mein ganzer Körper wurde zersägt in Einzelteile genommen. Ich war komplett durcheinander und dachte, mein Gott, was ist das? Ja, schmerzlich, anstrengend, verwirrend. Naja, und dann war die Zeit der Integration auch zum ersten Mal. Was macht man alles mit all diesen Erfahrungen? Und die Frage, ob ich weitergehe. Und ich war zwar der Meinung, das brauche ich nicht. Ja, denn ich gehöre eher zu Menschen, die sehr sensitiv sind. Ich spüre auch ohne Substanzen sehr viel. Ich bin sozusagen in einem never-ending Trip. Manche beneiden mich, sagen, kannst viel Geld sparen. Und genau, kann aber auch sehr anstrengend sein. Und das bedeutet, okay, auf der einen Seite hatte ich das Gefühl, das brauche ich nicht, um viel zu fühlen für diesen tiefen Zugang zu mir. Ich wusste auch sehr gut, was es heißt, in dieser Stille zu sein. Ich hatte diesen Zugang. Und doch war ich so beeindruckt davon, wie weit sich diese inneren Türen öffneten und wie weit ich sehen konnte. Und gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja psychologisch als Persönlichkeitscoach, als Wegbegleiter tätig war, dachte ich will es wissen. Ich will auf jeden Fall, ganz egal, was es für mich noch bedeutet, für meinen eigenen Weg möchte ich wissen, wie man mit diesen Substanzen therapeutisch arbeiten kann, und habe angefangen zu forschen. Und es hatte jahrelang ganz viel geforscht, in der Hoffnung, dass ich mit meinen eigenen Themen besser vorankomme und vielleicht auch die anderen unterstützen kann. Naja, und ich muss sagen, Themen gab es bei mir genug.
Man sagt ja häufig, die Menschen, die viele Themen haben, gehen dann Psychologie studieren oder werden Psychotherapeuten, um sich besser verstehen zu können. Oder fangen an, den anderen zu helfen, um vor sich selbst wegzulaufen, um sich selbst nicht helfen zu müssen. Also eine verbreitete Überlebensstrategie und wer weiß, vielleicht war es teilweise auch in meinem Fall so. Naja, jedenfalls in den Jahren machte ich viele weitere Erfahrungen mit MDMA, LSD, Psilocybin, Mescalin, Ayahuasca und anderen und entdeckte die Eigenheiten jeder einzelnen Substanz, dass jede Substanz ein eigenes Thema sozusagen hatte oder dass ich zu jeder Substanz einen eigenen besonderen Bezug hatte. Und ich habe gemerkt, ja, wenn ich es schaffe, ganz und gar die Kontrolle aufzugeben, wenn ich aufhöre, Treppengelände zu halten, Gott, oh ja, es geht womöglich weiter, ja, wenn ich ganz und gar vertraue und annehme, ja, das Leben sorgt für mich und was Schlimmeres als mein eigenes Schicksal kann mir nicht passieren. Oder jemand hat gesagt, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Also wenn ich das in meinem Inneren schaffe und mich da hinein entspannen kann, dann passieren wahre Wunder. Ja, und so konnte ich ganz viel fühlen, wenn ich so in den Körper hineingefallen bin. Oder ich hatte auch viele Erfahrungen außerhalb vom Körper, wo ich auch ganz viel gesehen habe. Ich habe Wesenheiten unterschiedlicher Substanzen kennengelernt und hatte das Gefühl, wirklich auch einen sehr guten Dialog führen zu können und sehr viel Unterstützung von ihnen bekommen. Und fühlte mich wie geschaffen für diese Arbeit. Ja, und was mich am meisten erschütterte, war tatsächlich die schonungslose Konfrontation. Klar, ich kannte unterschiedliche Therapieformen und auch war es hier ganz besonders, die Konfrontation. So mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen unbewussten Anteilen oder gar traumatischen Situationen. Ja. Und gerade wenn man die Traumaarbeit anspricht, da hatte ich das Gefühl, nach und nach mit jeder Meditation ist es über Jahre möglich geworden, dass diese Schutzmauern, die wir aufbauen, um diese Traumata nicht zu fühlen, allmählich die Risse bekommen haben und dann über die Zeit irgendwann gänzlich zusammenfielen, sodass diese traumatischen Gefühle, diese Traumaerlebnisse an die Oberfläche kamen. Naja, und so war es, ging es mir mit meinen eigenen Traumata, da, was an die Oberfläche kam, da kam zum Beispiel die unterdrückte, erniedrigte Frau in mir an die Oberfläche, die nur auf dem Boden kriechen konnte und gänzlich vergessen hat, was es heißt, sich aufzurichten. Da begegneten mir die verwahrlosten, verlassenen, schreienden inneren Kinder. Ja, und die Gefühle des Schmerzes, der Wertlosigkeit und Ohnmacht waren teilweise so groß und so heftig, dass mein Verstand einfach alles tat, um da wegzulaufen. Also dieses Weglaufen nicht fühlen können oder das Gefühl haben, das ertrage ich nicht. Das habe ich auch kennengelernt. Und dann dachte ich, puh, meine Güte, eigentlich erlebe ich das, was wir so im nüchternen Zustand auch machen, wenn wir uns abspalten oder uns mit allen möglichen ablenken, ja, jemand mit Sport, jemand mit Sex, jemand mit Facebook, jemand, ich weiß nicht, mit Streiten, Hobbys, um nicht zu fühlen. Das machen wir im Grunde im nüchternen Zustand auch, nur bei Begegnungen mit Substanzen ist es richtig wuchtig und konzentriert. Ja, wie viel Kraft und Energie das kostet, das ist gewaltig. Ja.
Nun habe ich mich ja auf diese Reise begeben, um aus meiner inneren Höhle auszusteigen, um Liebe zu werden. Und die Frage ist aber, was hatte das, was ich erlebt habe, mit psycholytischen Substanzen, mit Liebe überhaupt zu tun? Ja, und ich glaube, es gibt ganz viele Antworten auf diese Frage. Und das Erste, was mir einfiel, ist, dass die Liebe mit diesem Mut begann, sich überhaupt mit sich selbst, mit mir selbst zu konfrontieren, meine innere Wirklichkeit und Wahrheit zu sehen. Ja, und als ich diese erste Station dieser Reise absolvierte, da hatte ich noch die Illusion, dass die Reise irgendwann zu Ende sein wird. Ja, also so verharrte ich mich irgendwann in der Falle, in der Macht ist Weghaltung. Die Substanzen sollten für mich diese Arbeit machen und diese innere Höhle beseitigen. Es gab da einen Anteil in mir, der die Heilung schneller und schneller und effektiver haben wollte. So ungefähr sagt mir, wie viele Gebete ich noch beten muss, wie viele spirituelle Seminare ich noch besuchen muss, ja, wie viel meditieren, wie oft und wie intensiv fühlen, aber dann soll es bitte schön vorbei sein. Ich will es nicht haben, ja? So. Ja, und irgendwann kam die Erkenntnis, dass Heilung in dieser Opferhaltung nicht möglich ist. Und da sind wir wieder beim Thema, was ist Liebe, Reisedestination, Liebe, Liebe sein oder um Liebe näher zu kommen, war es unabdingbar für mich, die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ja, für diese unterdrückte Frau, die sich gezeigt hat, für diese einsamen Kinder. Und ich habe verstanden, es ging gar nicht darum, etwas wegzumachen, sondern es ging darum, ganz zu werden. Und so fing ich an, irgendwann nach dieser Erkenntnis, mich wie ein Mosaik Steinchen für Steinchen zusammenzusammeln, um ein ganzes Bild zu bekommen. Ja, und ein ganz wichtiger Schritt in diesem Sammeln dieser Mosaiksteinchen waren auch die Gotteserfahrungen. Wir hatten ja auch einige Vorträge zu diesem Thema, Gottsein, ja, diese unaussprechlich und heil, die allumfassende Liebe zu sein, sich in jedem Atom, in jeder Zelle zu befinden, sich vom Körper zu lösen, umgeben von geistigen Wesen, die Welt und das Leben erklärt zu bekommen. Und das war so göttlich, dass es echt nicht immer einfach war, wieder in dieser Wirklichkeit anzukommen und zu sagen, ich bin ein Mensch und ich bin im Frieden damit und es gibt hier ganz irdische Aufgaben, die ich hier in diesem menschlichen Körper bewältigen muss. Oh, ich dachte, Gott, warum kann ich da nicht für immer bleiben in diesem wunderbaren Zustand? Ja, die allumfassende Liebe, ohne jegliche Käfige, weder für mich noch für die anderen Menschen. Nun ja, und irgendwann war ich mit Hilfe der psycholytischen Arbeit so weit gekommen und hatte so viel erkannt und war so viel selbstbewusster und klarer geworden, dass man hätte meinen können, okay, die Liebe sollte eigentlich nicht weit sein. Und doch hatte ich bei all dem das Gefühl, bei manchen Themen wirklich wie im Teufelskreis zu sein. Ich wirklich eine Runde nach der anderen im Teufelskreis zu drehen. Und gerade beim Thema Eifersucht, je mehr ich meditierte, umso mehr fühlte ich sie. Ja? Umso mehr war ich mit Todesangst konfrontiert. Und die Intensität der Gefühle und die körperlichen Symptome wurden mit der Zeit so stark,
dass ich sie kaum bewältigen konnte. Ich war eine Zeit lang wirklich wie wochenlang aus dem Leben gefallen. Und heute kam auch von jemandem die Frage zu einer Kollegin, ja, gab es denn Krisen oder gab es so ganz schlimme Erlebnisse im Rahmen der psychologischen Therapie? Ich behaupte mal, ich habe in meinem Fall selbst schon einige Krisen erlebt, und wie schlimm es sein kann oder wie schlimm es sich anfühlen kann für die inneren Anteile, weiß man erst, wenn diese Krisen eintreten. Und dann weiß man, hey, du bist echt im Arsch. Ja, und es gibt niemanden, der dir helfen kann. Also häufig bist du mit diesem Gefühl konfrontiert, du bist allein mit all dem, was sich zeigt. Und du musst diese Arbeit selbst machen. Und in meinem Fall war es tatsächlich so, wahrscheinlich wie im Falle vieler anderen, die in psychologischen Seminare gehen. Ich behaupte mal, ich war leichtfertig. Ja, da sind wir wieder bei dieser Opfer-Täter-Dynamik. Ach, ich delegiere die gesamte Verantwortung auf die Substanzen, sie machen diesen Job. Mein Job ist es sozusagen, mich quasi, naja, ich entspanne mich da hinein, ich gebe mich dahin. Ja, und dann habe ich gemerkt, hey, das braucht auch mehr Ernsthaftigkeit und ganz viel Klarheit, mit welcher Absicht du dich da hineinbegibst. Und Klarheit darüber, dass es tatsächlich diese Schutzmauern abzubauen hilft. Und dann kommen manchmal die Traumata mit einer enormen Wucht. Ja, und das braucht, finde ich, auch die Klarheit diesbezüglich, wo steht man eigentlich in der eigenen Entwicklung und wie stabil ist man? Also wie viel Substanz hat man, um diesen Traumata zu begegnen? Wie viel Handwerk und gibt es? Joe hat heute gesagt, gibt es einen guten Bodenpersonal? Gibt es jemanden, der sich damit auskennt? Und das kann ich nicht von allen Kollegen behaupten. Ja, gut. Also jedenfalls habe ich mir die Frage gestellt, als es bei mir so kam mit diesen Krisen, Gott, irgendwie läuft da was schief. Was weiß ich noch nicht? Also wo muss ich suchen? Also wie kann ich mich selbst unterstützen oder wo kann ich Unterstützung holen? Ich wollte ja aus meiner Höhle in die Liebe, ja, und irgendwie stecke ich immer tiefer in dieser Höhle. Und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt zufällig fortgebildet, psychotherapeutische Fortbildungen, Traumatherapie, Aufstellungsarbeit, die speziell im Kontext der Traumatherapie gebraucht wurde, und lernte eine Methode von Professor Franz Robart kennen. Ich weiß nicht, ob jemand den Namen kennt. Das ist ein mittlerweile weltbekannter Traumatherapeut, der sehr viel mit Aufstellungen arbeitet, macht es aber ganz anders, als es in Familienaufstellungen üblich ist. Der stellt sozusagen die einzelnen Wörter im Anliegensatz. Ein Klient kommt sozusagen mit einem Anliegen. Zum Beispiel, ich will wissen, womit meine Angst zu tun hat, oder ich will in meine Kraft kommen, und er stellt jedes einzelne Wort auf und er nimmt an, dass unser Unbewusstes ganz genau weiß, welche Information er in jedes Wort, das wir aussprechen, hineinlegt, damit sich die Lösung für unser Anliegen zeigen kann. Ja? Und der Fokus dieser Aufstellungsarbeit liegt auch auf der Stärkung des gesunden Selbst. Ja, und aussteigen aus einem ungesunden System, aussteigen aus dem
ungesunden Konditionierungen, in Familienaufstellungen, da geht man eher ins System rein und sucht sich und schaut, wo ist mein Platz und ja, umarmt die Eltern oder da gibt es Verbeugungen vor den Eltern, auch wenn sie einem was angetan haben, macht man es trotzdem. Naja, jedenfalls war ich in dieser Fortbildung und kam zufällig in den Genuss einer Aufstellung, durfte mein Thema aufstellen und habe eben diese Symptome genommen, um herauszufinden, was ist denn dahinter in meinem Fall. Und das, was rauskam, das war für mich wirklich ein ziemlicher Schock. Es hat sich gezeigt, dass ich symbiotisch mit meinen Eltern verwickelt war. Genau, Eltern und kriegstraumatisierten Ahnen. Und unbewusst war ich sozusagen ganz und gar bei ihnen. Also ich war gar nicht mit meinem Ich im Kontakt. Ich war komplett bei denen, bei ihren Bedürfnissen, Gefühlen. Meine armen, kriegstraumatisierten Ahnen retten. Was ich auch zeigte, da meine Eltern emotional durch ihre eigene Traumatisierung nicht verfügbar waren und mich als Kind in vielerlei Hinsicht völlig allein gelassen haben oder sich mir gegenüber gar als Täter verhalten haben, schien ich in einer Überlebensstrategie zu sein. Ich habe mich komplett nach dem Willen, nach den Bedürfnissen, Lebenseinsichten und Gefühlen meiner Eltern ausgerichtet. Und ein gesundes Selbst konnte sich nicht herausbilden. Ich habe gesehen und gefühlt, ich als ich war gar nicht existent. Ich war aufgelöst im symbiotischen Wir und unseres Systems. In mir lebten meine Eltern und Ahnen. Und das, wovon ich dachte, das ist mein Wille, war der Wille meiner Mutter. Das, wovon ich dachte, das sind meine Gefühle, meine Todesangst, meine Eifersucht. Das waren die Gefühle meiner Mutter. Und dann dachte ich, verdammte Scheiße. Jetzt habe ich jahrelang meditiert, ja, Thema Eifersucht. Und es war gar nicht meins. Ah! Und es gibt in der Psychotherapie ja auch einen Begriff zu diesem Phänomen. Man spricht vom Symbiose- und Bindungstrauma. Und das steht für eine sehr tiefe Verletzung eines Kindes, von seinen Eltern nicht gesehen und geliebt, nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gewollt zu werden. Und diese Überlebensstrategie, dass man das eigene Ich komplett aufgibt, und sich quasi in die Psyche der Eltern einklingt und die Mutter wird oder der Vater wird, das scheint ein sehr verbreitetes Phänomen zu sein. Und dann, das Vertragte ist, dass die symbiotisch traumatisierten Menschen, ich meine, Trauma klingt gleich, boah, auch ein Tabu, das sagt man nicht, dass man traumatisiert ist. Aber ist sehr verbreitet und die symbiotisch traumatisierten Menschen sind quasi in diesem ewigen Kindsein gefangen und können gar nicht erwachsen werden. Dann sind diese inneren Kinder so mächtig, dass man dieses innere Kind ist. Und das sieht man auch in Beziehungen. Dann suchen wir uns einen Partner, eine Partnerin, auf den wir den Vater oder die Mutter projizieren. Ja, oder wir suchen uns die Seminarleiter, die zu dieser Vater- oder Mutterrolle passen, oder Freunde, Chefs. Und dann fühlen wir uns von ihnen abhängig, denn ausgeliefert. Und dann kommt die Eifersucht. Ja, und wir können weder eine gesunde, erwachsene Sexualität haben, noch ein eigenes Leben führen. Also mit dem eigenen Vater schläft man ja normalerweise nicht, oder? Ja, oder mit der Mutter. Ja, wenn ich mit meinem Vater unbewusst zusammen bin, kann ich mit ihm keinen Sex haben. Dann kann ich tausende Tantra-Seminare besuchen.
um mich zu befreien, ja? Was muss man dann noch alles machen, um sich zu befreien? Und dann komme ich nach Hause und denke, verdammte Scheiße, das klappt trotzdem nicht. Und fürs Unbewusste ist das ganz klar. Und wieso kann ich diese Eifersucht nicht heilen? Ja, und wenn ich in diesem Kind gefangen bin und mein Unbewusstes glaubt, das ist der Vater, der dich in deiner Kindheit verlassen hat, ist es klar. Naja, gut, das war also ein ganz wichtiger Threshold, ja. Und für mich bedeutete das das komplette Hinterfragen dieses Hisses, dass ich also nicht mich gefühlt habe, dass ich mich vielleicht durch, durch dieses Hineinsinken in die fremden Gefühle noch mehr in die Traumata gestürzt habe. Also, und ja, wenn ich das alles nicht war, wer bin ich dann? Dann stimmt ja dieses Mosaikbild, das ich mir so in dieser fleißigen Fleißarbeit zusammengestellt habe, dann stimmt es ja nicht. Dann musste ich sozusagen ja, mich wieder auf die Reise begeben. Und was für mich an diesem Zeitpunkt auch so klar wurde, das hat ja heute auch die Friederike gesagt, als sie ihre Instrumente oder Werkzeuge der psychologischen Psychotherapie vorgestellt hat. Das ist für mich klar geworden. Es ist ganz wichtig, die Psycholyse auch mit anderen Methoden zu kombinieren. Das sagt auch Samuel Widmer in seinen Büchern zur Psycholyse. Es ist wichtig, die sprachliche Therapie oder die Körpertherapie mit dem zu kombinieren, gerade in diesen darauf folgenden Integrationsphasen. Oder vorher zu klären, wo steht der Klient mit seiner Selbstorientierung, wie viel Kontakt ist da überhaupt vorhanden zum gesunden Selbst? Hatte der Klient überhaupt die Möglichkeit, ein gesundes, autonomes Selbst herauszubilden oder steckt er in dieser symbiotischen Verstrickung? Ich brauche 2 Minuten noch. Ja. Naja, und dann kam ich erneut an Schichten der abgewehrten Gefühle, aber diesmal waren es meine eigenen. Ja, und ich kam auch an mein zentrales Thema oder Lebensthema, das war Missbrauch, also keine Eifersucht. Also die Eifersucht hat es dann plötzlich nicht mehr gegeben. Ja, aber ich kam an meine Themen, also Missbrauch. Ja, und ich spürte meine enorme Angst, mit Menschen in Kontakt zu gehen und Misstrauen. Ja, Misstrauen dem Leben gegenüber, Frauen und Männern gegenüber, meinem Lehrer, meinem Partner, mir. Ja, und gerade in der psychologischen Therapie spricht man ja sehr viel davon, wie wichtig Gemeinschaftsbildung ist, dieses in Beziehung gehen mit anderen Menschen. Davon, wie wichtig diese Arbeit in Gruppen zu machen. Und ich stand plötzlich da und merkte, oh Gott, ja, das macht mir so viel Angst. Ja, und doch, je mehr ich weitergehe durch meine eigenen Gefühle, umso mehr bekam ich die Ahnung davon, was es wirklich heißt, in Beziehung mit mir zu sein, meine Bedürfnisse und meine Körpergrenzen zu spüren und mich und mich selbst zu verlieben. Und das war auch so deutlich zu spüren, dass die Zeit gekommen war, in meinem inneren Zuhause anzukommen, in meinem, nicht in einem Fremden. Ja, ich nutzte neben der psychologischen Methode weiter die traumatherapeutische Aufstellungsarbeit nach Professor Franz Ruppert. Ich nutzte die Körperarbeit, um mich dabei zu unterstützen. Ich ging mutig weiter. Die alten Mutter- und Vaterprojektionen fingen an, von mir abzufallen. Ich löste mich nach und nach aus der emotionalen Abhängigkeit. Und mir wurde gewahr, dass mein Leben mir gehört
mein Leben, mein Körper, meine Sexualität. Ich habe das Gefühl, dass ich endlich erwachsen werde und fange an, mein Leben zu führen. Ich schaue mich an. Ich halte mich. Ich kümmere mich um mich und befinde mich weiterhin im Prozess. Also ich habe keine Illusion mittlerweile, dass es eines Tages so ganz vorbei ist. Das ist für mich ein fortwährender Wertungsprozess, Liebe sein. Und vielleicht kann ich mich eines Tages, kann ich für mich eines Tages so da sein, wie ich es mir von meinen Eltern meiner Kindheit geträumt habe. Das ist mein Wunsch. Für mich selbst die Traummutter und der Traumvater zu sein. Ja. Und in diesem nährenden Kontakt zu mir spüre ich immer mehr meine Lebensfreude und meine Kraft. Ich spüre, wie ich mich immer mehr mit meiner Selbstliebe auffühle. Und ich habe das Gefühl, es gibt eigentlich nur die Selbstliebe. Und wenn mein innerer Gefäß so voller Selbstliebe ist, fängt es irgendwann an, von allein nach außen in die Welt zu fließen. Es fließt dann von alleine in die Welt und ich muss nicht mehr die Liebe machen oder ich muss nicht mehr der Liebe folgen. Ja, all diese spirituelle Floskeln, die man so schnell auswendig lernt. Es passiert. Es lebt sich. Fazit, zwei Sätze, Martin, ich danke dir. Jedenfalls, ich habe erfahren durch diesen meinen persönlichen Prozess, dass psychologische Substanzen ein sehr starkes, ein einmalig tiefgreifendes Werkzeug der Heilung sind. Ich finde, es ist wichtig, diese Therapie in eine sprachliche Therapie einzubinden. Und somit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit.